Heute schauen wir uns richtige Überlebenskünstler an, die immergrünen Pflanzen. Sie schaffen es selbst bei diesen eisig kalten Temperaturen dem Wetter zu trotzen und außerdem sorgen sie im doch so kahlen Wintergarten für ein paar Farbtupfer. Anfangen möchte ich heute mit dem amerikanischen Wintergrün. Der botanische Name ist Gaultheria procumbens. Den meisten wird diese Pflanze schon bekannt vorkommen, denn gerade zur Weihnachtszeit ist sie eine häufige Kombination mit der Christrose. Und genau so war es bei mir zu Hause auch und deswegen habe ich sie mal mitgebracht, weil man hier noch sehr schön die Blüten sieht. Das sind so glockenförmige, rosa-weißliche Blüten, die duften auch sehr angenehm, aber eigentlich erscheinen sie natürlich im Sommer und zwar von Juni bis August ungefähr. Nach der Blüte entwickeln sich diese blutroten Scheinbeeren und das ist auch der schöne Farbtupfer für den Winter. Diese Beeren bleiben teilweise wirklich bis in den Frühjahr hängen, es sei denn, es ist ein sehr strenger Winter, dann ist es eine willkommene Nahrung für die Vögel. Ursprünglich beheimatet ist das amerikanische Wintergrün, der Name sagt es schon, vor allem in Nordamerika. Dort wächst es in den Wäldern und auch an Berghängen und dann ist es eben zu uns nach Europa gekommen. Der Name Gaultheria kommt von einem kanadischen Arzt, Gautier, und Procumbens kommt aus dem Lateinischen und bedeutet niederliegend und damit wird einfach die Wuchsform beschrieben. Die nordamerikanischen Indianer haben die Blätter schon verwendet, und zwar bei Ischias, bei Kreuzschmerzen, bei Hexenschuss. Und auch das macht man heute noch. Man erntet die elliptischen Blätter und macht eine Wasserdampfdestillation und erhält somit das sogenannte Wintergrünöl. Dieses Wintergrünöl wird in Emulsionen und Salben eingearbeitet und genau zum selben Zweck heutzutage noch verwendet, nämlich bei Neuralgien, Hexenschuss, bei Schmerzen. In der Zwischenzeit konnte man auch die Wirkstoffe nachweisen. In dem Wintergrünöl sind Salicylsäure-Methylester enthalten, die schmerzstillend wirken. Daneben noch verschiedene andere ätherische Öle, Schleime und entzündungshemmende Gerbstoffe. Ganz interessant ist auch die Verwendung der Blätter während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges als Ersatz für Schwarztee. Als nächstes möchte ich zum Heidewacholder etwas erzählen. Heidewacholder oder auch gemeiner Wacholder, Juniperus communis ist der botanische Name, kommt aus dem Lateinischen von Junior, der Jüngere, und Pario, erscheinen. Es hat Folgendes auf sich, das sieht man ganz schön. Die grünen, die jüngeren Früchte erscheinen, während die älteren dahinter noch am Strauch bzw. am Baum hängen. Und die älteren Früchte erkennt man daran, dass sie so eine bläulich, später fast schwarze Farbe, dann wenn sie im getrockneten Zustand sind, entwickeln. Der Heidewacholder wächst, wie der Name schon vermuten lässt, gerne auf Heiden, auf Magerrasen, in lichten Wäldern. Und er ist sehr anpassungsfähig. Man findet ihn von der subarktischen Tundra bis zur Halbwüste. Außerdem stellt er in den Bergen ganz oft die Baumgrenze dar, weil die Weidetiere diese Pflanze meiden. Die Nadeln sind einfach viel zu spitz. Wenn wir in die Geschichte schauen, in der griechisch-römischen Antike wird der Heidewacholder nicht erwähnt, dafür andere Juniperus-Arten. Im Mittelalter galt der Wacholder dann als Vorbeugungsmittel gegen die Pest. Man hat mit den Zweigen Räucherungen durchgeführt. Und in den Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts galt der Wacholder dann als magenstärkendes, harntreibendes und verdauungsförderndes Mittel. Medizinisch verwendet werden die Wacholderbeeren. Sie enthalten sehr viel ätherisches Öl wie Alpha-Pinen, Limonen und Myrzen. An den Anwendungsgebieten hat sich seit dem Mittelalter eigentlich nicht viel geändert. Sie gelten nach wie vor als harntreibend und entwässernd und werden angewendet bei Infektionen der ableitenden Harnwege. Man kann das ätherische Öl aber auch äußerlich auftragen. Es gilt als durchblutungsfördernd. Man kann das ätherische Öl auch als Badezusatz verwenden. Neuerdings findet man Wacholder auch ganz gerne in den Haarseifen, und zwar als entzündungshemmenden und erfrischenden und stoffwechselaktivierenden Zusatz. Außerdem findet man Wacholder natürlich auch in Spirituosen wie dem Steinhäger-Schnaps. Da werden vergorene Wacholderbeeren destilliert oder natürlich auch in einem Trendgetränk, nämlich dem Gin.
Als nächstes möchte ich gerne zum Walliser Meertäubel kommen, Ephedra dystachya. Hierbei handelt es sich um eine sehr, sehr alte Heilpflanze. Man hat in den Höhlen von Schanidur im Irak Pollenreste dieser Pflanze gefunden, die der Zeit der Neandertaler zugeordnet wurde. Man findet sie immer wieder in chinesischen Arzneibüchern. Zen-Mönche haben mit dieser Pflanze versucht, ihre Konzentration während der Meditation zu erhöhen. Man sagt auch nach, dass die Leibwächter des Genghis Khan einen Tee aus dieser Pflanze hergestellt haben, um wach zu bleiben, weil ihnen sonst die Enthauptung drohte. Also man findet diese Pflanze immer mal wieder in der Geschichte. In Europa 1557 taucht sie zum ersten Mal im Kräuterbuch des Adam Lohnitzer auf. Und richtig bekannt geworden ist die Pflanze aber dann eher so gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar als ein Japaner namens Nagai aus dieser Pflanze in Berlin Ephedrin heraus synthetisierte. Ephedrin, ein Stoff, der dem körpereigenen Stresshormon Adrenalin sehr ähnlich ist, gehört also zu den indirekten Sympathomimetika. Ephedrin wirkt weniger stark, aber dafür länger als unser körpereigenes Adrenalin. Was bewirkt Ephedrin jetzt im Körper? Es wirkt gefäßverengend, Blutdruck steigernd somit. Es wirkt appetithemmend, es wirkt bronchiolytisch und so wurde Ephedra-Kraut angewendet bei Hypotonie, bei Asthmaanfällen, bei chronischer Bronchitis, zum Abschwellen der Nasenschleimhaut und auch als Bestandteil von Appetitzyklern. Heutzutage nicht mehr, weil die Gefahr der Abhängigkeit einfach zu groß ist. Ephedrin fällt auch unter das Grundstoffüberwachungsgesetz dort in die Kategorie 1, das heißt als Grundstoff, aus dem man direkt Betäubungsmittel herstellen kann. Hier geht es um die ganze Latte der Amphetamine bis hin zu Crystal Meth. Ephedrin steht natürlich deswegen auch auf der Dopingliste des IOC und des DOSC. Nebenwirkungen sind motorische Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit, Blutdruckanstieg und Herzrhythmusstörungen. Das Walliser Meertäubel blüht im Sommer mit kleinen gelben Blüten, die weiblich und männlich sind. Sie sind zapfenartig und erscheinen entweder am Ende des Stängels oder in diesen Verzweigungen. Aus den Blüten entwickeln sich dann scharlachrote Scheinfrüchte und der höchste Alkaloidgehalt ist im Herbst und deswegen wurde die Pflanze eben dann auch im Herbst geerntet, das Kraut. Neben Ephedrin enthält das Kraut noch Norephedrin, Pseudoephedrin, Flavonoide und Gerbstoffe. Als letzte Pflanze komme ich nun zum gemeinen Efeu, Hedera helix, und den sehen Sie über das komplette Haus hinter mir. Und damit wir das Ganze noch ein bisschen genauer betrachten können, habe ich einen Zweig mal in die Hand genommen. Beim Efeu handelt es sich nämlich um einen botanischen Sonderling. Der fängt nämlich erst nach 8 bis 10 Jahren an zu blühen und das im Herbst. Es bilden sich so halbkugelige Dolden. Im Winter produziert er dann diese grünen Früchte, die erst im Frühling langsam blau-schwarz werden und so eine wunderbare Nahrungsquelle für verschiedene Tiere im Winter darstellt. Außerdem ist der Efeu ein hervorragendes Beispiel für die Heterophyllie, das heißt die Verschiedenblättrigkeit. Und das sieht man sehr schön. Ich habe extra ein junges Blatt mal abgemacht. Die jungen Blätter sind 3- bis 5-lappig und man sieht sehr schön auch diese weißen Adern. Während die Altersblätter, und die findet man immer an den Trieben, wo auch die Früchte dran wachsen. Die Altersblätter sind ganz randig, oval, lanzettlich. Und das ist der große Unterschied. Efeu allgemein kann 200 bis 300 Jahre alt werden und im Christentum galt der Efeu auch als Zeichen des ewigen Lebens. Wenn wir in die griechisch-römische Antike schauen, da gibt es auch einen sehr schönen Vergleich und zwar sieht man die Haftfüßchen des Efeu, mit der er auch an den glattesten Oberflächen sich emporranken kann. Und diese Anhänglichkeit galt in der griechisch-römischen Antike als Symbol für die weibliche Treue. Der Efeu wird aber auch immer ganz gerne mit Bacchus in Verbindung gesetzt. Es war für ihn eine heilige Pflanze und so steht der Efeu bis in die Neuzeit auch für Freundschaft, für Heiterkeit und auch Geselligkeit.
Gesammelt werden die Efeublätter vom Frühjahr bis zum Frühsommer. Die daraus hergestellten Extrakte wirken schleimlösend, expektorierend und auch krampflösend. Verwendet werden die Extrakte daher bei chronisch obstruktiver Bronchialerkrankung und auch bei Keuchhusten. Verantwortliche Wirkstoffe sind hier vor allem die Triterpensaponine wie das Hederacosid C, Flavonoide, verschiedene Pflanzensäure wie Chlorogen und Kaffeesäure und auch die Polyine wie zum Beispiel das Falcarinol. Volksheilkundlich hat man früher auch Abkochungen aus den Blättern gemacht und bei parasitären Hauterkrankungen äußerlich aufgetragen und auch bei rheumatischen Beschwerden. Dabei kam es dann immer mal wieder zu allergischen Reaktionen aufgrund des Falcarinols. Und besonders empfindliche Leute reagieren schon allergisch, wenn sie den Efeu mal zurechtstutzen. Bei einem Verzehr der Beeren kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen aufgrund der enthaltenen Triterpensaponine. Dabei kommt es zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, aber auch zu Atembeschwerden. Aus den Efeublättern kann man aber auch eine Waschbrühe herstellen. Man erntet einfach 100 Blätter, gibt sie in 2 Liter Wasser, kocht das Ganze ein bisschen, holt die Blätter raus, schneidet sie nochmal klein, versenkt sie nochmal in der Brühe, filtriert das Ganze dann ab und hat somit eine hervorragende Waschbrühe für Naturstoffe wie Wolle und Seide, die auch nochmal die Farbintensität wirklich auffrischen. Bis zu unserem nächsten Treffen im Februar warten wir jetzt einfach ab, ob Väterchen Frost weiterhin seine eisige Hand über die Heilpflanzen legt oder ob die Tage tatsächlich schon mit ein paar Sonnenstunden aufwarten können und der Frühling dann wirklich schon in den Startlöchern liegt.